So, hey Leute und willkommen zu einem ganz kurzen neuen Video. Und zwar endlich das PC-Video. Das hat jetzt verdammt lange gedauert, ich weiß. Während der Woche muss ich viel arbeiten. Ich hatte echt verdammt viel mit anderen Videos zu tun, wie zum Beispiel dem Bioshock Infinite Let's Play, vielen anderen Sachen und ja, wie gesagt, eben größtenteils der Arbeit. Ja, ich war eben teilweise nur, weiß ich nicht, eine Stunde am Tag zu Hause. Und ja, jetzt kommt's endlich, allerdings nicht ganz, denn die Dateien hatten größtenteils alle Fehler. Ich habe jetzt hier noch drei Parts sozusagen retten können. Die waren noch drauf, die konnte ich übertragen. Ich weiß nicht, warum sowas passiert ist. Das ist eigentlich noch nie passiert mit der Kamera. Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwas Dauerhaftes ist. Jedenfalls habe ich leider nur diese drei Parts retten können und das ist besonders schade, weil ich mir sehr viel Zeit genommen habe, um die ganzen Videos aufzunehmen. Und ja, das alle haben sich darauf gefreut, sage ich mal, die meisten jedenfalls. Und das finde ich jetzt schade, dass ich dann euch so enttäuschen muss. Aber ich konnte die nicht retten. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem eben die Parts, die ich habe. Und ja, es ist ein bisschen schade für die ganze Arbeit, die ich mir eben gemacht habe. Weil das Zusammenhang hat so natürlich erheblich länger gedauert. Ja, aber gut, ich hoffe mal, die Parts helfen euch trotzdem weiter. Das ist jetzt ein bisschen zusammenhanglos, weil das einfach drei Parts sind. Ich weiß gar nicht, ob die zusammengehören. Ich glaube schon. Das ist aber so mitten aus dem PC-Bau. Also bitte, ja, müsst ihr damit leben. Okay, ich wünsche euch trotzdem viel, viel, viel Spaß. Noch eine schöne restliche Woche. Man sieht sich und ja, haut rein. So, jetzt bin ich gerade dabei, das Netzteil, das Be Quiet Pure Power L8 mit Kabelmanagement hier festzumachen. Ich habe es gerade schon mal mit einer Schraube dort fixiert. Das Licht ist jetzt ein bisschen schlechter geworden, weil ich zwischenzeitlich gegessen habe und ein paar andere Sachen machen musste. Deswegen ist es draußen schon dunkel. Naja. So, jedenfalls Netzteil ist soweit auch fest. Die ganzen Kabel schließe ich auch dann gleich an ans Mainboard. Das sind hier Power, Reset, USB. HD, LED und so weiter und so fort. Aber erst einmal das Netzteil festmachen. Und dann kommen gleich diese Kabel hier. Und ja, woher man weiß, wo die hinkommen. Hier zum Beispiel USB. Ja, alles kein Problem. Und erstmal kurz das Netzteil festschrauben. Achso, übrigens, ich weiß noch nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber der Schraubendreher, der beim Terminal Red dabei war. Ja, jetzt sieht man es. Der ist echt gut, vor allem weil der eben magnetisch ist. Das habe ich schon gesagt, dass er magnetisch ist, aber hier habe ich die ganzen Schrauben und das hilft schon echt weiter, denn vorher habe ich die Schrauben einfach immer verloren, weil ich jetzt hier keinen magnetischen Schraubendreher habe. Und da auf der Kamera sieht man es jetzt echt ganz schlecht. Und in diesem Moment ist die Schraube sogar weg. Nein, ist sie nicht. Okay. Ach, jetzt haben wir es aber. So, wo ist das nächste Loch da oben? Kann man es noch sehen? Ja, doch, es geht noch. Und dann kann man die Schraube eben einfach hier an den Schraubendreher machen. Ja, mit einer Hand ist das so gut wie unmöglich. Ja, ist egal. Ja, hier sind wir nun bei den ganzen Steckverbindungen bzw. USB-Ports und ja, HD, Audio, Reset, Power-Knopf und so weiter und so fort. Alles, was ihr eben am Mainboard so anschließen müsst. Ich habe jetzt hier schon mal einfach einen USB-Port installiert. Ist wirklich kinderleicht und viele finden das irgendwie dann schwierig vielleicht. Auch beim ersten Mal, klar, dann ist man sich ein bisschen unsicher. Ja, HD Audio ist dort unten auch. Man sieht gerade nur das HD, das A wird, jetzt haben wir es, HD Audio. Ja, da müsst ihr einfach nur ein bisschen drauf achten. Ich rate euch einfach. Moment, kriegen wir es hin. So, schaut einfach in die Bedienungsanleitung und dann haben wir hier zum Beispiel, was ist das jetzt hier? System Panel. Genau, das muss ich jetzt gleich noch machen. Dann seht ihr hier zum Beispiel HD LED Minus und HD LED Plus und HD LED Minus. Seht ihr dort unten. Und dann wisst ihr genau, wo Pin 1 steht. Das ist also links unten. Und dann müsst ihr genau dort HD LED Plus. Ja, jetzt diese blöde Anleitung. So, müsst ihr dort eben HD LED Plus hinpacken. Der erste Pin seht ihr jetzt hier, das ist das HD LED. Gucken, ob man es noch sieht. Ja, doch, man sieht HDD oder HDD LED. Dann seht ihr hier so einen kleinen Pfeil. Ich hoffe mal, man wird ihn gleich noch. Ja, jetzt sieht man. Und das ist dann der Pin 1. Und der Pin 1 war jetzt ganz außen.
Das heißt, genau so, wie ich es jetzt hier halte, muss es auch reingesteckt werden. Und das waren die unteren Ports. Das heißt, ja, man sieht es jetzt hier nicht. Ich versuche es mal so, dass ihr es sehen könnt, aber ich glaube, das ist irgendwie unmöglich. Dann packt ihr es einfach in die beiden Slots da unten. Und zack, ist es drin. Da unten steht sogar auch HD, LED Plus und sowas. Ja, und so müsst ihr es einfach mit jedem Teil machen. Das sind auch nicht wirklich viele Steckverbindungen. Oder zum Beispiel beim USB. Auch ganz einfach. Oder mit das Einfachste sogar. USB steht dran, auch wieder Pin 1 ist da markiert. Aber hier braucht man gar kein Pin 1. Da ist nämlich ein Dummy, das heißt ein blockiertes Loch. Und dann seht ihr schon unten, da fehlt auch ein Pin beim USB. Dort unten, da seht ihr einen fehlenden Pin. Da müsst ihr einfach nur Dummy und den fehlenden Pin übereinstimmen sozusagen. Und dann schließe ich einfach den USB dort so an. So. Jawohl, jetzt haben wir es. Oder? Ja. So, das heißt, der Dummy, der war oben. Oben rechts. Und der ist jetzt auch oben rechts. Denn man sieht ja schon, da geht kein Kabel hin. Und so passt das Ganze dann. Ja, das macht ihr mit allen Panel-Connectoren hier und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier fertig bin. Einige fehlen noch. Moment, was ist das jetzt hier für ein Kabel? Das ist zum Beispiel Reset SW. Und dann einfach wieder schauen in der Anleitung. Dann seht ihr hier Reset. Und dann steht da auch Ground und so weiter und so fort. Und dann seht ihr genau, wie ihr es anschließen müsst. Ja. Das war es erstmal dazu. Ich schließe das Ganze jetzt mal an. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum, weiß ich nicht, Netzteil verkabeln oder je nachdem. Wir werden sehen. Bis gleich. So, die ganzen Stecker habe ich nun alle angeschlossen. Also Systempanel. Ich mache mal kurz das Licht hier wieder an. So. Dann hatte ich allerdings noch ein ganz kleines, oder was heißt kleines Problem, etwas größeres Problem. Und zwar das CPU-Kabel. Das CPU-Kabel hier, das 8-Pin bzw. 4-Pin könnte ich jetzt hier nur anschließen. Und das 12-Volt-Kabel, das konnte man nicht anschließen, denn der CPU-Kühler ist so groß, man hat den Stecker nicht mehr gesehen. Das heißt, der ist ungefähr genau hier drunter, genau hier so. Und wenn der Kühler drauf ist, ist es eigentlich unmöglich, diesen anzuschließen. Deswegen musste ich den Kühler gerade noch wieder ausbauen. Hat nicht lange gedauert, waren jetzt eben nur 1-2 Minuten, aber trotzdem hat mich das schon sehr gewundert, weil das bisher noch nie so war. normalerweise sind die 12 Volt der CPU-Stecker immer ganz oben am Mainboard, nur da hat er anscheinend irgendwie keinen Platz gefunden und deswegen ist er jetzt irgendwie so ein bisschen näher bei der CPU und das ist ein kleines Problem. Das heißt, achtet am besten vorher darauf, wo der CPU-Stecker hin muss. Und eventuell bekommt ihr auch Probleme mit dem Kühler. Also ich habe jetzt ein paar Probleme bekommen, aber gut, ich musste erst das Kabel anschließen. Es liegt jetzt hier wirklich sehr ungünstig. Ich muss mal nachher schauen, wo ich es hinpacken kann, weil die Grafikkarte muss ja noch ein bisschen Platz haben. Das heißt, irgendwie wird es seltsam. Egal, ich werde es mal schauen, denn hier ist die Grafikkarte ja. Das heißt, das Kabel darf nicht hier liegen. Irgendwie muss es dann auf der Grafikkarte sein oder sowas. Ich werde echt mal gucken, wie ich das mache. Aber ich glaube, es geht. Ja doch, so wird es ja theoretisch auch noch zur Not gehen. Aber ich werde es mal sehen, wie ich es am besten so hinkriege. Aber gut, das ist auf jeden Fall auch noch so ein kleines Problem. Dann die HD habe ich auch schon installiert. Ist bei dem Gehäuse wirklich sehr simpel. Man muss einfach nur diese kleinen... Moment... Ja, einfach mal diese kleinen Entkoppler an die Festplatte schrauben, eben mit so einer passenden Schraube, genau mit so einer hier. Die sind dann extra dafür gemacht, für diese Entkoppler, die schließt man dann sozusagen einfach und so packt man die Schraube einfach erstmal rein. So sieht das Ganze aus und dann kann man es an die Festplatte schließen und dann ganz einfach die Festplatte so dort die geht dann einfach so dort rein, so wie ich es jetzt hier gerade beispielhaft zeige. Irgendwann rastet die ein und passt alles. Also geht auf jeden Fall werkzeuglos.
Und jetzt versuche ich gerade noch herauszubekommen, wo ich die hübsche SSD hier anbringe. Das geht, glaube ich, einmal auf der Rückseite. Das habe ich schon gesehen, glaube ich jedenfalls. Und einmal auf dieser Schiene dort. Genau, dieser Schiene. Da geht es auch drauf. Ich glaube, ich mache es auf der Schiene. Auf der Rückseite. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es da wirklich passend ist mit den SATA-Kabeln und sowas. Aber ich werde mal gleich schauen. Jedenfalls werde ich das Gehäuse, glaube ich, erst morgen zu Ende bauen. Jetzt ist schon relativ spät. Hab noch einen Film geschaut und sowas. Und deswegen muss ich mal gucken, dass ich hier mein Bett wieder frei bekomme. Es sieht hier gerade ziemlich schlimm aus. Aber gut. Ja, ich würde mal sagen, dann sehen wir uns gleich wieder im nächsten Part oder was auch immer. Wo ich dann die SSD noch anschließe. Grafikkarte fehlt jetzt noch. Und ich glaube, das war's dann sogar schon. Ja klar, noch Kabelmanagement und Netzteil und alles anschließen, aber an Komponenten fehlt nur noch SSD und Grafikkarte. Jo, dann bis gleich.